Schüsselbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und es ist Juli und damit Zeit für den Würfelflop. Ja! Ich bin noch nicht so begeistert, ist okay. Es ist Juli, ich meine, die großen Spielemessen kommen erst noch. Es ist nur eine Wartezeit aktuell. Ah, es ist Sommer, schönes Wetter. Ah, ich warte auf die nächsten Brettspiele. Okay, kann ich nachvollziehen, sehr gut. Würfelblock, wie immer, unser buntes Potpourri mit Themen oder kleinen Beiträgen rund ums Brettspiel. Wir hoffen, es gefällt euch. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind bei einer neuen Ausgabe von What's in the Box? Ja, und ich durfte wieder ran. Und diesmal habe ich in dieser schönen, mysteriösen Schachtel Mord im Arosa. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es um einen Mord, beziehungsweise mehrere. Es gibt sogar zwei Opfer. Das Besondere an dem Spiel ist jetzt, dass es nicht um die klassische Deduktion im Sinne von Sehen oder Vermuten oder sowas geht, sondern es geht ums Hören. Der Hörsinn steht im Fokus, das gibt es ja nicht so oft, denn es gibt nämlich ein Hotel. Und dieses Hotel hat verschiedene Stockwerke, die hier auch auf, die fast selber schlagen, Kathi ist das erste Mordopfer, die hier auf diesem Brett abgebildet sind. Und dieses Hotel besteht aus verschiedenen Etagen, die durchnummeriert sind. Und die muss man natürlich dann so aufbauen. Das mache ich hier mal kurz eben. Und dann, vielleicht in der richtigen Reihenfolge. So, nach der 2 kommt die 3. Gar nicht so einfach. Aufeinander stapeln. Dann hat man hier so ein hübsches Türmchen. Und der Witz ist jetzt, dass die Mordopfer werden natürlich auf irgendeinem dieser Stockwerke umgebracht und man muss herausfinden, auf welchem und wer der Täter war. Dazu schmeißt man diese Würfelchen hier rein und muss dann horchen, also alle Spieler müssen horchen, auf welcher Ebene das wohl liegen geblieben ist. Ich mach das mal. Das zweite Opfer auch noch. Okay. Jetzt hat jeder Spieler noch Steinchen seiner eigenen Farbe. Das sind sozusagen Spuren, die man hinterlässt. Und da werden am Anfang des Spiels schmeißt auch noch mal jeder zwei seiner Farbe nach. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Natürlich, also der Reihe nach. Und man müsste sich natürlich jetzt schon merken, wo sind die Roten und wo sind die anderen gelandet. Also gerade am Anfang ist das gar nicht so einfach. So, ich schmeiße jetzt einfach noch mal zwei nach. So. Und die weißen mit drei Spieler. So. Und jetzt hat man natürlich sich perfekt gemerkt, wo was hingefallen ist, durch perfektes Hören natürlich. Mhm. Und in der ersten Phase muss man herausfinden, wo die Opfer gelandet sind. Das heißt jetzt, dass man eine Reihe um die Spieler vermuten müssen, wo ein Opfer liegt. Ich glaube jetzt mal, das erste Opfer, das ist nicht so weit gefallen. Ich glaube, das ist auf Etage 5. Das heißt, ich darf das Stockwerk abnehmen. Nee. Habe leider nicht richtig geraten, weil hier liegt eine weiße Spur und eine gelbe, aber es liegt kein Opfer, das sind die roten. Das heißt, ich müsste von meiner Farbe, die würden wieder neu reingeworfen und ich müsste eins von meiner Farbe, sagen wir mal, ich bin gelb, auch noch dazu werfen. So. Und dann werden die nächsten dran. So, da geht immer so, bis die erste Phase geht so lange, bis alle Opfer gefunden sind. Das erste Opfer ist auf die 4 runtergefallen, ne? Tatsächlich. Da hätte Markus jetzt recht. Das heißt, die Spuren und das Opfer kommen hier auf diese Tafel. Genau. Und das geht halt so lange, bis eben das zweite auch gefunden ist. Na, Max, wo ist das zweite? Max, also, darf auch noch raten. Du hast gesagt, das ist 5, aber es ist bloß 2 weit gefallen. Das heißt, es ist hier auf Etage 6. Oh. Oh, nicht. Doch nicht. Ah, die kommen raus, die kommen raus. Die kommen raus. Du musst oben reingeworfen werden. Sag ich mal, du das weißt noch eins nachschmeißen. Oh, das ist ganz nach unten gefallen. So, genau, es geht eben so lange, bis der zweite rote Würfel auch noch gefunden wurde. Und dann geht es darum, eben den Täter noch zu identifizieren. Das funktioniert so, dass man entweder einen anderen Spieler verdächtigen kann. Also ich kann zum Beispiel vermuten, okay, Max Würfel ist
in der 0. Etage. Das haben wir ja vorher gehört, dann kann ich, schaue ich. Ha, habe ich recht. Das heißt, seine Spur kommt auch auf dieses Brett. Wenn ich jetzt falsch liegen würde, müsste ich eine Spur auch von mir auf das Brett legen. Und am Ende ist halt da sozusagen der Täter, wo am meisten Spuren liegen. Und man kriegt noch Verdachtspunkte, je näher man daran liegt. Also man muss halt genau abschätzen, wo liegen jetzt die Würfel der anderen. Ich kann mich aber auch selber wieder ein bisschen retten, weil ich kann auch vermuten, na okay, ich glaube, meine Würfel sind jetzt auf Etage 4. Ich will Spuren verwischen. Dann decke ich auf und wenn ich recht habe, kommen die halt raus. Wenn ich nicht recht habe, muss ich natürlich wieder einen Strafwürfel reinlegen. Und so finde ich, ist es ein sehr nettes Spiel, wo es halt wirklich mal was ganz Besonderes ist, finde ich, eben auf dieses Gehör zu gehen. Also auch sehr realistisch, dass ich einen Mord habe und niemand dort kennt, weiß, wo das Mordopfer ist. Du hast einen Anruf bekommen. Hallo, hier bei uns im Hotel. Zwei wurden zwei Leute umgebracht. Wir wissen aber nicht, wo. Genau. Heben Sie die Taschen ab. Woher wissen Sie dann, dass Sie umgebracht werden? Vielleicht hat der Täter so einen Tick und der hinterlässt immer Nachrichten, dass er Leute umgebracht hat, aber nicht wo genau. Ah, okay. Das heißt, das ist ein Psycho-Thriller, den wir hier nachspielen. Genau. Und einer von uns ist der Psycho. Ah, okay. Der beteiligt sich bei der Polizeiarbeit. Das machen nämlich Täter so. Das hat man in vielen Krimiserien schon mitbekommen. Wir schreiten schnell voran bei unserer Kategorie, es war einmal das Spiel des Jahres. Wir sind inzwischen im Jahr 1985 angekommen und in diesem Jahr ist ein Spiel auf den ersten Platz oder bis jetzt hat den Pokal sich geholt, das es wirklich verdient hat meines Erachtens und das ich bis heute gerne spiele und zwar ist es Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Im Deutschen damals erschienen, im Englischen gibt es immer wieder Neuauflagen tatsächlich, im Deutschen wären sie mir jetzt nicht bekannt, was ich sehr schade finde. Das Ganze ist ein ja, geschichtsorientiertes Abenteuerspiel, was man im Normalfall kooperativ spielt. Man versucht, Sherlock Holmes und Watson in den Ermittlungen zu unterstützen. Und zwar wird einem ein Mordfall in der Regel präsentiert. Und dann gibt es verschiedene Utensilien für die Spieler. Es gibt eine große Karte von London mit den ganzen Adressen. Es gibt ein Adressbuch, es gibt einen Zeitungsartikel oder mehrere Zeitungsartikel. Und die Spieler versuchen sich so Stück für Stück durch diesen Mordfall, durch das Mysterium sozusagen durchzuarbeiten. Das heißt, das Adressbuch, da stehen Infos drin, die ich eventuell an den einzelnen Adressen bekommen kann. Zum Beispiel könnte ich mir dann sagen, ich möchte jetzt gerne in die Baker Street 18 fahren und schauen, ob jemand zu Hause ist, weil ich natürlich eine Vermutung habe, dass da jemand sein könnte. Und dann schaue ich im Adressbuch nach und wenn dann bei dem Fall da was dort steht, dann lese ich das vor. Dann begegne ich da zum Beispiel jemanden, bekomme neue Informationen und so weiter und so fort. Ziel des Spiels ist es am Ende, den Mordfall zu lösen. Das heißt, es werden einem dann Fragen gestellt und für diese Fragen sollte man im Idealfall die richtige Antwort finden. Also jetzt im simpelsten Fall, wer ist der Täter? In der Regel werden aber deutlich mehr Fragen gestellt, wie nach dem Motiv oder noch ein paar Sonderfragen. Das Spiel ist sehr schön, bietet im Basisspiel 10 Fälle mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Es gibt dann auch noch, ich gehe jetzt nur auf die deutschen Varianten ein, weil da es sehr textlastig ist natürlich, hier sich wirklich anbietet, es in der deutschen Sprache zu spielen hierzulande. Dann gibt es noch Sherlock Holmes Tatort London, das enthält ebenfalls nochmal 6 Fälle meines Wissens. Und dann gibt es noch die Queen's Park Affäre, das enthält nur einen Fall dieser Erweiterung. Allerdings ist dieser Fall größer aufgezogen, heißt hier kommt eine Zeitkomponente noch mit rein und man spielt den Fall über, ich glaube es waren 4 Tage. Das heißt, eigentlich sind es 4 Fälle fast, wenn man so möchte, wenn man es zumindest von der Zeitdauer her mit den anderen vergleicht. Ich habe es zu Beginn bereits schon vorweggenommen, ich bin sehr begeistert von diesem Spiel. Ich denke, es ist wahrscheinlich eines der besten Spiele des Jahres Gewinner, die es bis jetzt jemals gab. Und das heißt viel, wenn man bedenkt, dass es aus dem Jahr 1985 kommt und dass es bis heute noch immer wieder aufgelegt wird. Ich glaube, jeder, der es noch nicht gespielt hat, sollte auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, weil das Spiel nicht gealtert ist in dem Sinn. Ich kann es immer noch wunderbar spielen. Wir sind bei
kennst du schon. Und ich habe mir von den beiden Herrschaften hier neben mir Alternativen für Seven Wonders gewünscht. Max, fang an. Meine Alternative ist extrem offensichtlich. Okay. Und zwar Among the Stars. Da hast du dich aber weit aus dem Fenster geredet. Da habe ich mich extrem weit aus dem Fenster geredet. Er hat gesagt, so, du suchst mir den da noch Alternativen, da liegt ja was auf dem Tisch, das nehmen wir. Genau, Among the Stars ist wirklich eine offensichtliche Alternative, denn es hat praktisch, es hat genau denselben Mechanismus wie Seven Wonders. Es ist ein Drafting-Game, man hat mehrere Draft drunter. Das Einzige, was hier noch dazu kommt, ist, man hat ein Puzzle-Element, weil man zusätzlich noch die Karten, die man draftet, nicht nur einfach so auslegt, um ihre Effekte zu benutzen, sondern sich halt auch überlegen muss, wo man die genau anbaut, wenn man seine eigene Raumstation aufbaut. Dieses Spiel hat auch noch zusätzlich Player-Power, was auch nochmal das ein Stück interessanter vielleicht macht als Seven Wonders. Und es spielt im Weltraum, was jetzt für manche Personen vielleicht cooler ist als in der Antike. Genau, aber das hier wäre meine Empfehlung für alle, die Seven Wonders gut finden. Dann kann man auch mal in Among the Stars reinschauen. Faktisch hat Seven Wonders auch Player-Power. Deine Tableau, deine Auslage, stimmt, ja, du hast ja ein spezielles Weltwunder, was du aufbauen kannst. Ja, ich habe tatsächlich mehr gemacht, als nur das Spiel zu nehmen, was auf dem Tisch lag. Nein. Ja, komm, Max, bitte. Ich habe überlegt, welches Draft-Spiel an Seven Wonders gut rankommt. Ich meine, es gibt viele Draft-Spiele, ich mag den Mechanismus sehr gerne, wie Fairy Tales oder Sushi Go, aber ich glaube, alle Spiele sind fast zu simpel im Vergleich zu Seven Wonders. Ich meine, Seven Wonders ist schon nicht sonderlich komplex, aber es gibt auch verschiedene Kategorien sozusagen, in denen ich arbeiten kann, also Militär oder Entwicklung und so weiter und so fort. Und ich habe mich für Lost Legends entschieden. Das ist ein Spiel, was meines Erachtens nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient. Was vielleicht auch daran liegt, dass wenn man es zum ersten Mal spielt und nicht genau weiß, was man tut, man gehörig versagt. Also ich meine, in Seven Wonders, wenn ich spiele, ich kriege schon ein paar Punkte, egal wie dumm ich mich anstelle. In Lost Legends geht es darum, dass ich einen Helden habe und den versuche ich auszurüsten. Mit Waffen, mit Schilden und so weiter. Und am Ende gehe ich in einen Dungeon und versuche möglichst weit sozusagen zu kommen. Also möglichst viele Bedrohungen, Gegner zu überstehen. Also wenn man jetzt so Seven Wonders sich vorstellt als Dominion, dann wäre wohl Lost Legends so in etwa Thunderstone. Zumindest was es die thematische Umsetzung betreffen würde. Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Es greift einige neue Ideen auf. Es hat auch verschiedene Kategorien von Karten, wie gesagt, zum Beispiel eben Waffen, Zauber oder Rüstungen. Und es ist auch ein herausforderndes Spiel, finde ich, wo man wirklich merkt, wenn man es öfter spielt, dass man besser drin wird. Und dass man wirklich das sieht, okay, beim ersten Mal hatte ich keine Chance und die Gegner haben mich umgehauen, beim nächsten Mal weiß ich schon, worauf kommt es an. Rüstungen sind doch nicht so schlecht, wie man vielleicht erst denken mag. Also man sollte nicht nur immer auf die Offensive gehen, sondern auch auf die Defensive und so weiter und so fort. Und deswegen ist Lost Legends meines Erachtens ein Spiel, was nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es eigentlich verdient hätte, dafür, dass es ein tolles Draft-Spiel ist. Gut, super. Dann darf sich Max als nächstes was wünschen. Und zwar hätte ich... Among the Stars. Ich hätte gerne eine Alternative für Chinatown. Wir sind bei einer neuen Folge vom Brettspielprofessor und dieses Mal habe ich mir wieder Gedanken zu einem Thema gemacht und mir wäre es eigentlich, also mein Hauptanliegen wäre es, dann auch ein bisschen eine Diskussion vielleicht in den Kommentaren oder im Spieleforum anzuregen, und zwar, wie viel Glückselemente oder Zufallselemente braucht ein Spiel? Okay, bevor jetzt die ersten anfangen und sagen so, das kann man so allgemein nicht beantworten. Ihr habt absolut recht, das kann man nicht allgemein beantworten, aber ich finde es trotzdem eine interessante Frage. Einfach deswegen, weil ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit Leuten über andere, dann über Computerspiele gesprochen habe, die auch ein sehr großes Glückselement haben. Also in diesem Fall war es das Online-Kartenspiel Hearthstone, das ja bei dem unglaublich viel über Zufalls- und Glückselemente erzeugt wird. Und wir hatten dann ungefähr folgende Diskussion. Es gibt Vorteile und Nachteile bei diesen Glückselementen. Das heißt, wenn ich als Spieler keine Kontrolle darüber habe, was dann im Spiel genau passiert. Der Vorteil ist, oder fangen wir zuerst mit dem Nachteil an, ich habe keine Kontrolle.
Das hört sich jetzt banal an, aber es bedeutet, ich kann nicht bestimmen, ich kann nicht hundertprozentig vorherplanen und bestimmen, was passiert in dem Spiel im nächsten Zug. Ich kann nicht perfekt vorherplanen, ich kann meine Strategie nicht wasserdicht machen, weil ich halt immer mit der Ungewissheit leben muss, aber es könnte noch XY passieren, der Würfelwurf könnte daneben gehen, es gibt die Möglichkeit auf die 1 in 100 Chance, dass etwas ganz Schlimmes für mich passiert. Das heißt, ich muss anfangen, anders zu planen. Das heißt, ich muss sehr viel kontingenter arbeiten. Das heißt, immer darauf reagieren, was jetzt eigentlich genau passiert ist im letzten Zug. Und ich habe keine Möglichkeit, einen wirklichen, ausgetüftelten Plan über alle Zeitperioden hinweg zu entwickeln. Was manchmal echt sehr, sehr negativ hat, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt der Spieler, der bisher alles richtig gespielt hat und trotzdem verliere ich mein Spiel einfach deswegen, weil mein Gegenüber ziemlich glücklich war oder sehr viel Glück hatte. Auf der anderen Seite erlauben Glückselemente genau das. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, für Anfänger wird es wesentlich attraktiver, dieses Spiel zu spielen, weil natürlich, auch wenn der andere viel, viel besser spielt als ich oder viel, viel besser gespielt hat, weil er mehr Erfahrung hat oder weil er die besseren Karten hat oder weil er allgemein besser verstanden hat, worum es in diesem Spiel geht, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ich einfach gewinne, weil er Pech hat oder ich Glück hatte. Das heißt, es erleichtert, dass mehr Spieler bei diesem Spiel zusteigen, es verringert die Einstiegshürden in das Spiel. Und auf der anderen Seite, der zweite positive Aspekt von dem Zufallselement ist, nicht nur, dass ich jetzt mehr Spieler habe und dass vielleicht damit das Spiel insgesamt größer wird, sondern auch, dass ich überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit habe, volle kontingente Pläne zu fassen. Das heißt, ich muss nicht bis ans Ende der Tage, also ich muss sozusagen nicht das gesamte Spiel im Vorhinein schon geplant haben, weil ich es auch gar nicht kann. Das heißt, es führt dazu, dass ich überhaupt nicht so viel Arbeit auf mich nehmen muss, sondern viel mehr aus der jeweiligen Situation heraus Entscheidungen treffen kann und muss. Das sind so ein bisschen die Punkte. Und als Beispiel dafür, dass es extrem gute Spiele, auch Brettspiele gibt mit einem hohen Zufallsfaktor, hätte ich jetzt hier einfach mal exemplarisch King of Tokyo mit dabei, bei dem ja der Hauptmechanismus ein Yahtzee-Mechanismus ist. Und ich glaube, an diesem Spiel sieht man das sehr schön, sozusagen, welche unterschiedlichen Effekte der Zufallsmechanismus haben kann. Denn auf der einen Seite führt es dazu, ich kann nicht fest damit planen, dass mein Ziel, dass ich jetzt in der nächsten Runde meinen Gegner ausschalte oder dass ich in der nächsten Runde voll heile. Ich kann das alles nicht planen. Ich kann bloß Zwischenpläne machen, mir dann überlegen, wenn ich in der ersten Runde genügend Herzen würfle, um mich zu heilen, dann werde ich weiterhin versuchen, mich zu heilen. Ansonsten muss ich meine Strategie umstellen. Hier kann es auch sein, dass ich einfach Pech habe und dann sterbe, weil ich genau das Falsche würfle. Und das ist halt etwas, hier in diesem Spiel sieht man das wunderbar. Auf der einen Seite, die Zufallselemente machen es sehr, sehr zugänglich und jeder kann dieses Spiel sehr einfach spielen. Auf der anderen Seite nehmen sie trotzdem nicht die Strategie voll heraus. Das heißt, meine Frage an euch und die Diskussion, die ich gerne anstellen kickstarten, also anfangen möchte, wäre die Frage, wie viele Zufallselemente braucht ein Spiel oder welche Spiele sind besonders gut, die viele Zufallselemente haben oder wann sind es zu viele Zufallselemente? Beispielsweise, wenn ich mir Mensch, ärgere dich nicht anschaue, da hätte ich das Gefühl, ich habe kaum noch Kontrolle über irgendetwas oder noch schlimmer Monopoly, wo ich ja bloß den Würfel werfe, um zu bestimmen, auf welche Straße ich lande. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr, darauf irgendwie gut zu reagieren. Das heißt, hier ist die Frage, was wäre die richtige Mischung? Und ich glaube, es wird hier auch einfacher, dann mit Spielen zu argumentieren und zu sagen, bei welchem Spiel passt es für mich gerade noch und bei welchem passt es nicht mehr. Insofern, es würde mich total freuen, von euch dazu was zu hören. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und diskutieren weiter. Jetzt kommt die Frage. Und die Frage an die beiden heute kommt von mir und wir alle, wie ihr vielleicht wisst, ich bin ein großer Fan von Auktionsspielen.
Das heißt, meine Frage an euch beide wäre, hey, egal ob jetzt Spiele oder Auktionen ihr mal in der Realität mitgemacht habt, was sollte ein gutes Auktionsspiel dringend haben oder was sollte es unter gar keinen Umständen haben? Okay. Willst du anfangen, Herr von KT? Ich lasse dir den Vortritt. Okay. Also erstens, ich glaube, ich habe im realen Leben noch nie an einer Auktion teilgenommen. Zumindest nicht an dem, was so 4 Millionen! Also. eBay hast du auch noch nie? Das schon, aber ich meine jetzt. Okay. Das ist eine Auktion. Ja, ja, das ist schon klar. Okay, gut. Wobei es eine andere Form von Auktion ist als dieses. Es ist das Second High, also dieses Prinzip, dass der. Zweithöchste. Genau, zweithöchste sozusagen geht. Ja, genau. Ja, egal. Was auf jeden Fall nicht bei Auktionen, ich sage jetzt mal in Spielen, drin sein sollte. Also es gibt es bei ein paar Spielen, ich finde das ganz schlimm, wo allgemein was geboten wird, was niemandem gehört, also sozusagen aus dem allgemeinen Markt. Aber der Gewinner muss das Geld an die anderen Spieler zahlen. Das gibt es bei mehreren Spielen, ich finde das schrecklich. Mhm. Ich meine, es ist gar keine Sache, wenn jemand was versteigert, dann sollte er das Geld bekommen bei der Auktion. Aber wenn aus der Mitte, also aus dem freien Markt, was versteigert wird, dann sollte nicht der Gewinner das Geld an die anderen zahlen, sondern der Gewinner sollte das Geld an den freien Markt zahlen. Weil sonst kann ich als Spieler sozusagen immer irgendwie mitgehen, weil entweder ich krieg's oder ich krieg das Geld. Das ist schrecklich, also das hasse ich. Dazu finde ich es ganz schlimm, Auktionen, das ist so ein dämlicher Mechanismus, wo man, ich meine, es gibt es nicht mehr häufig, aber wo man gleichziehen kann mit dem Bieten. Also, wo reihum geboten wird und es aber nicht immer höher gehen muss, sondern man kann auch gleichziehen. Okay. Ich meine, theoretisch ist es ja bei Poker so der Fall. Mhm. Also, das heißt, ich gehe mit irgendwas rein und dann werdet ihr gefragt, geht ihr mit? Und dann könnte ich wieder erhöhen. Das ist aber in einem Brettspiel schrecklich. Weil das nämlich dazu führt, dass ein Spieler halt sagt, keine Ahnung, ich biete jetzt 10 Münzen und wenn jeder bereit ist, dann macht er ja 10, ich biete auch 10, ich biete auch 10, ich biete auch 10. Dann sage ich, okay, ich gehe auf 12, und dann wieder 12, 12, 12, einer steigt vielleicht aus. Also das ist ein dämlicher Mechanismus einfach. Also bitte, man sollte es so machen, dass man immer höher bieten muss. Das finde ich auch ganz wichtig. Sag Kathi mal wieder, vielleicht kommt mir nachher noch was. Ich bin ja jetzt nicht so emotionsgeladen wie der Markus, was aber vielleicht auch daran liegt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Auktionsspielen. Was ich an Auktionsspielen nicht mag, was aber eigentlich durchaus auch den Reiz ausmachen kann, ist, wenn man auktioniert und auch die Verlierer das Geld zahlen müssen. Das finde ich, ich weiß, es kann den Reiz des Spiels ausmachen, weil man sich halt erst recht überlegen muss, wie viel zahle ich jetzt und weil man härter bestraft wird, wenn man halt sozusagen nur das Zweitmeiste zahlt. Aber ich finde das furchtbar ungerecht und mir macht das einfach keinen Spaß. So, nur noch eine kleine Besonderheit in diesem Monat. Wir haben eine Review gemacht zu dem Spiel Dungeon Roll von Pegasus, das jetzt in der zweiten Edition erschienen ist. Und wir haben von Pegasus dankbarerweise ein Exemplar plus eine Promo-Spielmatte für dieses Spiel zum Verlosen bekommen. Und genau das möchten wir jetzt machen, damit es ein bisschen spannender wird und nicht einfach nur ein reines Losziehen wird, haben uns ein kleines Rätsel ausgedacht. Und zwar seht ihr jetzt 3 Spielmaterialien aus 3 unterschiedlichen Spielen und eure Aufgabe, wenn ihr teilnehmen wollt, wäre es, diese 3 Spiele, aus denen die Materialien stammen, zu identifizieren. Wenn ihr denkt, ihr wisst, um welche Spiele es sich handelt oder zumindest Teile der Spiele, dann schickt uns bitte eine private Nachricht bei YouTube. Nicht in die Kommentare natürlich, ansonsten reduziert ihr eure eigenen Chancen. Und der Einsendeschluss für das Ganze ist der 31. Juli 2016. Das heißt, ihr habt jetzt einen knappen Monat Zeit. Und danach werden wir aus den Nachrichten mit den meisten richtigen Spielen einen Gewinner ermitteln, einen Gewinner auslosen. Und den kontaktieren wir dann noch, um die Postadresse zu bekommen, zu der wir es schicken können. Das ist auch die einzige Einschränkung an dieser Stelle. Teilnehmen können nur YouTube-Mitglieder mit einer deutschen Postadresse, sodass wir das Ganze dann kostengünstig auch im Inland verschicken können. Die Auflösung dieses Rätsels erfahrt ihr dann im nächsten Würfelvlog. Wir sind leider schon wieder am Ende unseres Würfelvlogs angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.